Hallo und willkommen zu einem kleinen anderen Video heute mal von mir. Das wird nur ein paar wenige Minuten gehen, aber ich glaube oder ich habe das Gefühl, ich müsste das mal machen. Denn es geht um das Sons of the Forest Let's Play. Zuallererst, mir macht das Spiel immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin jetzt mittlerweile schon knapp an die 35 Stunden im Spiel. Auch alles davon ist als Folge aufgezeichnet. Und wie ihr daran wahrscheinlich schon erkennen könnt, ich habe schon viel vorproduziert. Das habe ich jetzt auch schon häufiger mal in den Kommentaren erwähnt, weil da immer mal Fragen kommen, warum ich manche Sachen so oder so mache. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, zu den Kommentaren. Denn auch viele, viele Leute sind hinzugekommen zu meinem Kanal, zu den Videos. Denen gefällt das, wie ich das Spiel erlebe, dass ich mir selber alles anschaue, erkunden möchte und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Spiel macht mir immer noch extrem viel Spaß. Das ist seit langem, langem mal wieder ein Spiel, in das ich mich richtig reinversetzen kann, wo ich Bock habe, die Gegend zu erkunden und mir die Ecken anzuschauen, irgendwo eine Pflanze zu finden, auch wenn es 3 Stunden dauert, oder Baumstämme schleppen eine Stunde lang, oder. Gibt so viele schöne Dinge an dem Spiel, die mir einfach richtig, richtig gut gefallen und nur wenige, die irgendwie, ja, die mir nicht passen. Also da gibt es fast nichts. In den Folgen irgendwann erwähne ich mal so das ein oder andere, aber das sind nur ganz kleine, minimale Sachen, die bei mir den Spielspaß gar nicht trügen. Was jedoch manchmal die Stimmung ein wenig trügt, und ich weiß auch, 99% der Leute, auch von denen, die jetzt neu dazugekommen sind oder die schon lange auf dem Kanal sind, die meinen Dinge, wenn sie die in den Kommentaren schreiben, absolut nicht böse und wollen nur helfen. Na, kein Problem. Und das kennen auch tausende andere YouTuber oder Leute, die Let's Plays hochladen oder auf Twitch oder was auch immer. Na? Aber, und ich weiß, alles, was vorm Aber kommt, kann man wegschmeißen. Ganz so ist es nicht, keine Sorge. Es gibt dann leider immer mal wieder Kommentare, da kann ich mir leider dann tatsächlich auch mal selber nur an den Kopf fassen. Und einer der Kommentare war zum Beispiel direkt an dem Tag, als der Patch rauskam, so ein kleiner Patch, dass man jetzt die Tastenkürzel vergeben kann, kam direkt unter dem Video, was an dem Tag rauskam, direkt der erste Kommentar: Ja, nutzt doch endlich die Tastenkürzel, dann brauchst du den Rucksack nicht mehr vornehmen. Also so hier. Ne, das geht ja immer noch, nutze ich auch nach wie vor, weil hier mehr dran ist, als ich auf meinen 10 Tastenkürzeln verwenden kann. Und dann denke ich mir, ah, gut, vielleicht ist es das erste Mal, dass derjenige Videos im Internet auf YouTube schaut, so eine Let's Play-Reihe oder ich weiß es nicht, kann mir dann manchmal solche Dinge nicht erklären, dass da teilweise dann nicht so weit gedacht wird, dass ich doch Videos vorproduziere. Na, ich habe das in den Folgen dann jetzt später mal, wie gesagt, ich bin jetzt 2 Wochen im Voraus mit dem Aufnehmen vom Let's Play, was für mich sehr entspannt ist, ne? Auch weil ich einfach viel spiele und es macht viel Spaß. Aber es sollte doch klar sein, dass wenn ich das Spiel viel spiele und ich viel aufnehme, dass ich dann auch sehr weit im Voraus bin und natürlich Sachen, die in Patches für euch heute an dem Tag oder wann auch immer kommen, dass die nicht sofort in den aktuellen Folgen drin sind. Dass die dann natürlich auch erst, wann auch immer, 3 Tage, 4 Tage, 1 Woche, 2 Wochen später kommen. Das ist dann halt so. Ja. Und auch, wie gesagt, 99,9%, die juckt das gar nicht. Die interessiert das nicht. Aber wenn ich immer mehr häufiger solche Kommentare lesen muss, da denke ich mir dann manchmal, ach kommt Leute, mal ganz kurz, nur mal ganz, ganz kurz bitte um die Ecke denken, warum das so sein könnte. Und ich habe das mittlerweile, gerade in den letzten 2 Tagen, da wurde es viel häufiger, immer wieder Dinge erklären müssen, warum die so sind, die für mich eigentlich gar nicht erklärungswürdig wären, wenn da an anderer Stelle mal kurz drüber nachgedacht würde. Dann gibt es noch eine andere Sache, den Kommentar habe ich bestimmt auch schon 10 Mal gelesen jetzt. Da hieß es, gib doch der Frau endlich mal die Waffe. Ja, ich weiß, ich habe da schon ganz am Anfang festgestellt, dass wir der Frau Waffen geben können. So, dann hat es eine Weile gedauert, dann haben wir irgendwann diese Pistole gefunden. Die hier. Und die habe ich immer noch dabei. Ich habe der Frau die Pistole immer noch nicht gegeben.
Irgendwann ganz am Anfang schrieb dann auch mal einer, ja, wenn du ihr die Pistole gibst, dann hat die auch unendlich Munition und ballert wild mit durch die Gegend. Okay, cool, schöne Sache, ja, mag sein, aber ich bin mittlerweile froh. Ich habe die Frau im Spiel, die lief uns irgendwann, werdet ihr dann sehen, mal mitten im Wald über den Weg, da habe ich der eine andere Sache in die Hand gedrückt und dann war sie wieder weg. Und seitdem sind locker 10 Stunden im Spiel vergangen und ich habe die nicht mehr gesehen. Und ich bin froh, dass ich noch meine Waffe habe, weil die hat mir zwischendrin sehr gut geholfen. Ne? Also das sind dann immer so Sachen, das sind einfach so Dinge, so will ich gerade spielen. Und ich denke mir dann schon was dabei, auch wenn ich da nicht alles dann kommentiere im Video selbst, mache ich wahrscheinlich trotzdem. Aber da denke ich mir schon was bei und ich bin halt froh, dass wir die Waffe noch haben und ich ihr die nicht in die Hand gedrückt habe, in welche der drei auch immer sie die gerne nehmen würde. Tja, so ist es halt. Und dann schrieb auch irgendwo anders nochmal jemand, das kann ich halt nicht wissen, wenn das tatsächlich so sein sollte, okay, das wäre ziemlich krass, aber das wäre auch irgendwie dumm vom Spiel. Einer schrieb mal, wenn ich der Frau die Waffe gebe, habe ich die Waffe trotzdem noch. Keine Ahnung, ob das so ist, da könnt ihr mich gerne nochmal aufklären, falls das so ist. Okay, ja, ja, aber gameplay-technisch kompletter Blödsinn meiner Meinung nach, weil warum sollte ich ihr die Waffe geben und ich hätte dann trotzdem noch eine? Vielleicht war das auch mal ein Bug oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber sowas, wenn sowas tatsächlich im Spiel wäre, woher sollst du denn das wissen? Gut, man könnte sagen, probier halt rum, wie bei vielen anderen Sachen auch, aber da gehe ich einfach nicht von aus, dass sowas funktioniert und gehe ich auch nach wie vor nicht von aus. Sei denn, ihr überzeugt mich da vom Gegenteil, dass es tatsächlich so ist. Wenn es so ist, okay, drücke ich ja die Waffe das nächste Mal in die Pfote. Und wenn wir dann unsere immer noch haben. Aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass die dann dupliziert wird. Das wäre meiner Meinung nach ganz, ganz großer Quatsch. So, das nächste, was ich direkt in der ersten Folge, es hat keine 5 Minuten gedauert, keine 10, ist, wenn es um die Orientierung geht, die ich dann manchmal natürlich, gerade in den ersten 15, 20 Folgen oder so, R10 bis 15 habe. Natürlich kenne ich mich ohne Karte auf dieser riesigen Map überhaupt nicht aus. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch, wenn ich im echten Leben in den Wald fahre, wo ich noch nie gewesen bin, muss ich auch erstmal gucken, wie ich zurechtkomme. Aber gerade das will ich ja. Ich will die Spielwelt so erleben, wie wenn ich da wirklich abgestürzt wäre, ohne dass ich eine Karte oder ein GPS dabei habe. Ich weiß, wir sind irgendein Armee-Heini oder was auch immer, der da sein GPS-Kartenlesegerät dabei hat. Ich will es aber nicht, aus dem einfachen Grund. Die Karte an sich, die wäre meiner Meinung nach für mich noch okay, wenn die mir nicht direkt von Anfang an irgendwelche 3 Ziele oder so anzeigt, wo man hin muss, dann sämtliche Höhlenmarkierungen in der Gegend und was weiß ich nicht noch alles, ja, wo man Dinge gebaut hat. Und da habe ich häufig gelesen, drück M für die Karte. Leute, ich spiele seit 25 Jahren, sämtliche Arten von Spiele. Ich weiß, dass M die Karte ist, ja. Es ist für mich logisch. Habt ihr auch am Anfang in der ersten Folge direkt dann einmal natürlich alle Tasten durchprobiert und dann festgestellt, oh, da wird mir alles angezeigt, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist ja auch rechts unten, ich nehme mal die Waffe hier vorne weg, das wirkt ein bisschen aggressiv, ist auch rechts unten die Minimap ausgeblendet. Ich will das nicht sehen. Ich möchte mich von den Symbolen nicht stressen lassen. Und deswegen dauert es auch einfach viel länger, natürlich, bis ich mal Dinge finde oder in der Story vorankomme. Für mich ist gar nicht wichtig, dass wir jetzt in den nächsten 10 Folgen die Story durchballern. Habe ich gar kein Interesse. Na, ich will weiter in der Welt unterwegs sein, mir weiter nach und nach Stück für Stück alles erschließen, so wie ich das möchte. Und da hilft es auch nicht, wenn ihr immer mal wieder schreibt, drück M für die Karte, dann weißt du auch, wo du bist oder wo du hin musst oder wo in der Nähe irgendwelche Sachen zu finden sind. Ich fände die Kommentare okay, habe ich dann auch so geschrieben, wenn derjenige zwischendrin mal in irgendeine Folge reinschaltet und natürlich die anderen, die sind ja recht lange, ne, das nicht mitbekommen hat, dass ich das nicht möchte. Aber ich denke, gerade auch wenn ich die Minimap mit Absicht ausgeschaltet habe, die ja standardmäßig aktiv ist, dann sollte vielleicht klar sein, dass ich nicht unbedingt auf die Karte nach allen 10 Metern gucken will, wo wir hin müssen. Deswegen zeichne ich mir ja im Kopf selber meine Karte so zurecht und ich habe das mittlerweile sehr gut drin, wo wir uns befinden. Werdet ihr dann auch sehen, bei den Folgen so ab 15. bis 20. Folge aufwärts, weiß ich immer besser, wo wir sind. Es gibt dann später mal noch eine Situation, da bin ich komplett, komplett verwirrt, aber das gibt sich dann nach ein paar Minuten wieder. Aber das wird langsam. Ich habe die Karte immer mehr im Kopf und ich bin da ziemlich stolz drauf, dass das bei dieser riesigen Map,
dass ich mir da immer wieder so Orientierungspunkte gesucht habe, wo ich genau weiß, ach so, jetzt sind wir hier, wenn ich da lang dahin gehe, dann komme ich da raus und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Und das Ding ist ja, man kann ja auch solche Spiele oder überhaupt, egal was, aber gerade bei so Spielen mit so einer schönen, wunderschön gestalteten Gegend nur ein einziges Mal zum ersten Mal spielen. Und da möchte ich es mir gerade beim ersten Mal überhaupt nicht versauen, mir irgendwelche Dinge vom Spiel vorschreiben zu lassen. Sowas wie jetzt, geh dahin, da ist ein Ausrufezeichen, da musst du irgendwas suchen, sammeln, interagieren, was auch immer. Möchte ich in dem Spiel einfach nicht haben. Ganz einfach. So, und dann gibt es immer mal noch so Kommentare, da denke ich mir, oh Gott, nee. Am liebsten würde ich sie komplett ausblenden, aber ich versuche dann, auch wenn das vielleicht nicht das Richtige ist, aber irgendwas Sarkastisches drauf zu antworten, weil was anderes fällt mir dann häufig nicht ein. Das sind eigentlich die schlimmsten Kommentare. Und die kommen trotzdem auch sehr selten vor, aber die kommen vor. Das sind dann immer so Sachen wie, mach dies, mach das oder geh dorthin. Also so dieses, spiel jetzt bitte mal so, wie ich das gern hätte. Das geht gar nicht. Ich hab bisher auch keine Kommentare gelöscht oder so, sondern auch auf alle versucht noch, entweder positiv bis ein bisschen sarkastisch mal zu antworten, wenn es mir ein bisschen zu bunt wurde. Aber wenn da manchmal unüberlegt Dinge in die Tasten gehauen werden, die ich mir dann durchlesen muss, ich lese mir sehr gern alle Kommentare durch, ist kein Problem. Ne? Auch die allermeisten sind lieb und nett und freuen sich und so weiter. Auch vor allem wegen der Herangehensweise, wie ich es ja mache. Und so habe ich es ja von Anfang an auch die ersten Folgen immer wieder erwähnt. Deswegen verstehe ich dann manchmal nicht, dass die Leute sagen, ja, du musst jetzt mal und so. Überhaupt Sätze, die mit du musst anfangen, ignoriere ich komplett. Lese ich gar nicht weiter. Das ist mir dann vollkommen egal. Na, oder halt einfach einem Dinge vorschreiben wollen, wie man im Spiel zu spielen hat. Das geht auch gar nicht. Also überhaupt nicht. Werde ich auch in Zukunft gar nicht mehr drauf reagieren. Werde ich einfach ignorieren. Naja, das sollte jetzt kein Rant-Video werden oder sowas, sondern ich wollte es einfach nur nochmal erklären, dass die Leute das vielleicht ein bisschen besser nochmal nachvollziehen oder verstehen können, weshalb ich Dinge im Spiel so mache, wie ich sie nun mal mache und nicht vielleicht optimal oder weil die Leute selber irgendwelche Guides lesen und natürlich viel mehr wissen, ja, das ist ja ganz normal. Auch ich weiß ja mittlerweile, das Spiel ist jetzt eine Woche raus, viel, viel mehr schon, als in den Folgen zu sehen ist. Ganz normal, weil ich viel mehr aufgenommen habe als die Folgen. Jeden Tag kommt nur eine Folge eine Stunde. Ich spiele aber jeden Tag 4, 5 Stunden das Spiel aktuell. Natürlich weiß ich auch schon viel mehr und Dinge, die mir dann häufig so geschrieben werden wie, wieso machst du das nicht so und so oder es gibt dieses und dieses. Vieles davon weiß ich. Mir ist auch klar, dass ihr das natürlich nicht wissen könnt, aber ihr könntet vielleicht vermuten, dass wenn man viel aufnimmt in kurzer Zeit, dass dann aber nicht so viel hochgeladen wird. Wenn ich jeden Tag 5 Folgen hochgeladen hätte, wären wir alle auf demselben Stand. Ja, dann wird es auch ein paar von den Kommentaren wahrscheinlich nicht geben oder vielleicht noch mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, ich werfe jetzt mal so ein kurzes Video ein, was vielleicht ein bisschen mehr nochmal Verständnis hervorkramt, weshalb ich das Spiel so spiele, wie ich es nun mal tue. Und wem das wirklich nicht gefällt oder der sich nur aufregt, weil ich da zu langsam bin oder ich übersehe wieder was, gerne, dann tut es euch nicht weiter an, ist überhaupt kein Problem. Dann schaut bei jemand anderem oder so. Ich habe da keine Probleme mit, wirklich nicht. Jeder soll in seiner Freizeit das machen, worauf er Spaß hat oder Lust hat und Spaß dran findet. Und wenn ihr keinen Spaß dran findet an den Videos, kein Problem. Überhaupt nicht, wirklich nicht. Dann guckt bei jemand anderem oder lasst es einfach. Ist kein Thema. Ich beschäftige mich auch nur in der Regel mit Dingen, die mir Spaß und Freude machen. Und wenn ich mir, weiß ich nicht, in der Freizeit Dinge angucken würde, wo ich mir ständig nur an den Kopf fasse und mich aufrege, weiß ich nicht, was das dann für eine Art ist, die man da hat, macht man einfach nicht. Ne? Wie gesagt, wenn es gar keinen Spaß macht oder dann gern guckt woanders oder wie auch immer, habe ich keine Probleme mit. Ja, das war nur mal so ein kurzes Erklärvideo, warum das im Spiel so läuft, wie es nun mal läuft und wie ich das Spiel spiele, wie ich es gerne spielen möchte. Und ich werde es auch weiterhin so spielen, lasse mich davon nicht beeinflussen und mache einfach so weiter wie bisher. Und wahrscheinlich werden wir auch in Folge 100, wenn es so weiterläuft, gewisse Dinge noch nicht haben, die mir schon, danke dafür, gespoilert wurden. Das ist einfach so, ja. Ich möchte auch weiterhin keine Spoiler, hilfreiche Tipps oder Hinweise für Dinge, die ich schon gemacht habe, aber da vielleicht noch nicht so den letzten Kniff irgendwie raus habe. Auch da gab es schon zig Kommentare und die waren super, ja. Die helfen mir dann schon weiter. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es bleibt alles so, wie es ist. Hier wird sich nichts ändern.
So, das war's von mir. Das Wort zum, was ist heute für ein Tag? Freitag. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Das soll nicht böse rüberkommen. Wie gesagt, 99,9% sind alle ganz lieb und nett und meisten schreiben auch gar nichts. Die gucken einfach nur und freuen sich wahrscheinlich, dass dann eine neue Folge da ist. Aber ja, auch bitte nicht zu ernst nehmen jetzt, dass ich hier böse wäre oder so. Überhaupt nicht, gar nicht. Bin da eher ganz entspannt bei solchen Dingen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter besser als bei mir in der Gegend. Und dann sehen wir uns heute 17 Uhr in der nächsten Folge wieder. Haltet ein paar Tischkanten bereit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.